So, heute haben wir einen ganz lockeren Stream, ne? Wir machen ganz easy, ganz gemütlich. Ich kann mich eigentlich nicht Gast nennen, oder? Du kommst öfter mal vorbei, ne? Interieur. Ja. Interieur. Ja, ein gutes altes Möbelstück. Also wenn viele Sachen im Kühlschrank fehlen, war Pippo da. Ja. Das war schon immer so. Das war tatsächlich früher schon auf den Hauspartys so. Ist so ein Tick von mir. Ich komme irgendwo rein und sage, oh, hallo. Und sobald ich in der Küche bin, ich gucke einmal kurz im Kühlschrank. Ja, puh. Wir haben ja jetzt wieder den Stream am Start. Wir sind jetzt wieder dabei. Und natürlich, was wir brauchen, ist natürlich... Philipp, was brauchen wir so? Was würdest du sagen? Wofür? Na, hier so. Was man hier so braucht? Ja. Einen Kanalnamen? Ach so, ey, guter Punkt. Ja, sonst hätte ich bestimmt wieder vergessen. Aber wir brauchen natürlich auch... Stimmt. Reichweite. Ach, Reichweite. Ja. Reichweite. So, und deswegen haben wir uns heute vorgenommen... wir verschicken Sachen, ja, an andere Streamer, andere YouTuber. Mit Reichweite. Mit Reichweite, wo wir ein bisschen Reichweite abzecken können. So. Und jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Es geht ums Abzecken. Genau, also heute zecken wir Reichweite bei anderen YouTubern ab, indem wir nette Pakete schicken. Wir schreiben denen einen schönen Brief und dann packen wir das bei sich aus und zack haben wir, was sagst du, 1 Million Abonnenten? 2. Boah, ohne Scheiße, wie viel Nullen? 1, 2, 3. Sag doch mal, an wen ihr Pakete verschicken würdet. Also wir haben schon rausgeguckt, Adlerson auf jeden Fall. Unser Mod, der Markus, der hätte gerne ein Paket an Knossi geschickt. Und, ich liebe Knossi. Ja, echt? Ja, ich kenne Knossi jetzt, weiß ich nicht, erst ein paar Monate. Ich habe mir so viel von Knossi reingezogen. Echt? Ich habe noch gar nicht so viel gesehen. Ey, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich an der Spielo vorbeilaufe und ich höre dieses Bling, 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 Bling. Muss immer an Knossi denken. Muss ich voll an Knossi denken. Der kommt auch mal vorbei, bestimmt. Ja. Also er sagte zumindest so, wenn es passt, kommt er mal vorbei. Mal gucken, vielleicht Knossi, haben wir mehr als bei Knossi würde ich so hart 24 Zuschauer. Ja. So, der Markus schickt dir schon die Vorschläge durch, dann lass mal gucken. Und ich würde sagen, hol doch vielleicht mal ein paar Sachen raus, die wir verschicken. Wir haben nämlich neulich Sperrmüll gehabt hier. Und ihr wisst ja, wir haben früher schon Steinzeit getreten. Da sammelt sich natürlich ein bisschen was an in der ganzen Zeit. Und wir haben neulich ein paar Sachen weggeworfen und ein paar Sachen, wo wir uns dachten, das kann man mal so raushauen. Guck mal, das ist das Beil aus Gain Like a Boss mit Kollega damals, King-Promo-Phase, das er im Bein stecken hatte bei der Folge Beintraining. Das Beil, genau. Wem könnte man das schicken? Ein Kollega-Beil? Ich glaube, die Leute, die werden sich denken, what the fuck, was ist das für eine Scheiße? Das finde ich ja richtig geil. Big Brother 2007, die Highlights. Die habe ich bei Endemol, geschenkt bekommen. Von 2007, Alter. Und ich weiß, ich kenne keinen davon. Wie willst du an Amateur-Porno-Darsteller? Ja, die habe ich gehört, die ist ab 18. Oh, fuck. Die, weil da die Erotik-Szenen von Big Brother drin sind. So, und dann haben wir natürlich noch Aisches unterschriebenen Kalender. Fred hat netterweise zensiert. Ja, und... Ja, keine Ahnung. Schmeißen den ganzen Scheiß raus. Ohne Scheiß, nein, du hast den Toaster hier drin. Ja. Der geht an Adlerson. Ohne Scheiß, das sieht aus wie die gelbe Tonne hier. Guck mal hier, The Gamer 0734, die Big Brother Highlights kannst du Knossi schicken, der freut sich da bestimmt. Wir haben hier noch Bernhard Brink unterschrieben, die gehört Marjo. Die hat er von Bernhard Brink geschenkt bekommen. Und was nie abholt. Was ist hart an der Grenze 18? Das hat Stupido hier vorbeigebracht, ich weiß nicht. Als ob du da nicht reingeguckt hast. Wie denn, Alter? Hast du mal ausgepackt? Hast du noch einen VHS-Player zu Hause? Baklava? Pippo? VHS-Player? Ja, weil dann nimm sie gerne mal mit und guck mal rein. Ich könnte mir beim Stu gut vorstellen, dass der irgendwas selber drüber... Bei meinem Opa. So, ja, ich fliege hier einfach mit dem Helikopter rum und Pippo schmeißt die Sendung und dann gehen wir alle nach Hause, würde ich sagen. Ich glaube, ich verkacke. Oh. Ah. Oh. Okay, ich höre lieber auf. So, hol doch mal so ein Paket rüber, Philipp. Selfie. Lass uns doch mal anfangen. Ja. Also, du hast Knossi. Ja, Knossi. So, ich würde sagen, Knossi bekommt auf jeden Fall mal die Bernhard Brink-CD, weil das den bestimmt an seine Kindheit erinnert. Bernhard Brink-CD, komm rein damit. Zack. Benny Wolter, größter Bernhard Brink-Fan Deutschlands, aber der kriegt eh schon genug Pakete. Ja, 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 Migi, hättest du das mal vorher gesagt, Alter. Miguel Halker, meine Damen und Herren, Miguel Halker im Chat. Vom Worldwide Wohnzimmer, der Producer. So, der muss es wissen, was dem Benni gefällt. So, was sagst du? Migi. Migi, sag nur ein Wort und die geht zu euch. Aber überlegst dir gut, nicht, dass er das Ding irgendwie im Studio pumpt. Nachher leidet ihr alle darunter. Boah, jetzt habe ich aber auch noch ein kleines Highlight noch. Muss man aber auch gucken. Trainiert der Adlerson eigentlich? Pumpt der?
Weißt du, kennst du den? Nee. Gut. Weiß jemand, ob der pumpt? Wir haben nämlich noch, ich weiß nicht, ob sich jemand an die Steinzeit-Folge mit hier Schwiegertochter gesucht, Ingo, erinnert. Du warst damals ich war auch da. Da hat der Ingo uns damals irgendwie, wir haben das Sportgerät von ihm gekauft und der hat das Ding hier uns mitgegeben. Und ich erinnere mich noch genau irgendwie, der sagte, das wäre von seinem Opa, ne? Also sein Opa hat ihm das vermacht. Und dann meinte ich so, also uns ist leider durchgebrochen hier schon. So, und dann meinte ich, ob er denn nicht dann daran hänge vielleicht. Und warten für sich nicht, ne? Deswegen, das geht jetzt auch raus. Was ist eigentlich mit Ingo? Er ist raus bei RTL, ne? Ingo, ja, tatsächlich. Also, nachdem die bei uns waren, waren die nie wieder bei Schwiegertochter gesucht. Also, was Ingo kann, kann ich schon lange, dachte ich mir mal. So. Also, das bestimmt. Er hat mehr Frauen gehabt als ich wahrscheinlich, ne? In all den Staffeln. Ich glaube nicht mal da. Ich weiß nicht, ob er mit denen im Bett gelandet ist, ne? Die Zahl ist halt bei mir unermesslich hoch. Aber ich bin damals bei Ingo im Bett gelandet. Du, stimmt, du hast dich aufs Bett geschmissen. Mit Ingo zusammen, unter die Decke. Dann bekommt der Adlersohn, der bekommt, guck mal, der bekommt die Zeck Plus Trainingshose. Das ist doch auch was, oder? Oder willst du die mal anziehen? Philipp? Nee, ich passe auf keinen Fall rein, da kriege ich vielleicht meinen Oberarm durch. Meinst du? Ich glaube, die ist doch L. Nee, aber die kannst du, die ist nicht... XL. Nee, die kannst du nicht... Ach, boah, die geht gar nicht. Henning, du? So, guck mal, dann geht das an Adlersohn. Zack. Ja, das war unser Parkschild, das obere unser Parkschild, damals am alten Studio. Und das untere war, ist, das untere ist das Autoschild von, SSOB. Ja, von der Promophase King auch, weißt du? Hatten wir damals an den Autos dran, die wir gefilmt haben. Hier bei, ja, dieser Clip, wo der auf jeden Fall von der Villa zum Porsche geht und mit dem Porsche zur Limo fährt. Kennst du den? Ja, ne? Na klar. So, guck mal, dann ist doch perfekt, Alter. Aisha, ne? Das ging schon mal. Ihr Aisha. Auf jeden Fall wollten wir ja auch einen neuen Kanalnamen finden. Damit haben wir uns ins eigene Fleisch geschnitten, ne? Mit dem Kanalnamen, ne? Ja. Schon. Also ihr seid voll schwer zu finden. Das stimmt. Ja, das habe ich total oft schon gehört. Ach, dass Leute, ach, von allen, von allen. Weil selbst den Leuten, denen ich es aufgeschrieben habe, die haben es dann danach falsch abgetippt. Ja, damals, der Name hat sich ja so ergeben, irgendwie, der Name Königstein. Der, ne, es leitet sich ja alles ab vom Namen Königstein, also sowohl Steinzeit als auch Königsklasse und, ach, okay. Bang! So, und der Name Königstein, der ist so, wir haben uns gedacht, ich brauche irgendwas Adliges und dann im Taxi in Montenegro auf der Fahrt zum ersten Dreh haben wir uns halt ganz kurz mit dem Kolle auf Königstein geeinigt und dann habe ich halt damals irgendwie gesagt, okay, aber dann will ich den auch in der unmöglichst möglichen Schreibweise. So, das habe ich dann auch gemacht und dass es irgendwann so dumm wäre oder so dumm ist, habe ich damals nicht bedacht. Steinbeißer macht Kasse. Steinbeißer macht Kasse. SMK. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall guter Vorschlag. Am Mai-Unterstützer. Danke. Ja, und ich dachte ja an sowas. Also wir haben ja dieses neue Studio hier. Und du weißt das, also jeder, der herkommt, weiß das, das ist direkt neben einem Puff. Also quasi da hinter den Kameras an der Wand ist ein Puff direkt. Das heißt, wenn man vor dem Gebäude steht, sind wir links vom Puff. Also ich dachte, ich fand eigentlich den Namen ganz nice, links vom Puff einfach, weißt du? So, herzlich willkommen links vom Puff. So. Late Night neben Puff. Aber wir haben ja keine, das hier ist keine Late Night Show. Guck mal, wir packen einfach auch massig noch Getränke in die Pakete, dann kommen die nämlich endlich alle mal weg. Stein live. Live-Stein. Steinzeit-Coito, finde ich auch nicht schlechter. Königspuff. Ja, ja. Vielleicht sollten wir ein wenig von diesem Puff weg. Du hast doch damit angefangen. Ja, aber so, wir haben es ja extra nicht genommen. Links vom Puff. Behind the Puff finde ich aber eigentlich ganz gut. Es müsste was sein, was unsere Stärken hervorhebt und unsere Schwächen verschleiert. Ja. Also auf keinen Fall irgendwas mit Ton im Namen. Bild- und No-Ton-Fabrik. Die gibt's schon, ne? Das war eigentlich ganz geil. Die Firma von Böhmermann, ne? Bild und Ton. Bild und Ton, ja. YouTube total. Umut Katarzy. War eigentlich geil. Eigentlich geil. Meinst du, wir werden verklagt, wenn wir das machen? Hundertprozentig. Aber scheißegal, oder? Man eigentlich, ey. Was wollen die holen bei uns? Ich hab überhaupt nicht daran gedacht. War eigentlich nice. Eben, was wollen die holen? Guck mal, Burgi würde dir gerne die Eiche küssen. Sollen wir den nicht mal wieder einladen, Pippo? Laden wir Max noch ein. Ohne Scheiß. Ja, können alle rumkommen. Ja? Ja, ich freue mich schon. Wir müssen demnächst mal wieder ein Pippo sucht Frau machen. Das letzte Mal war nicht...
Die waren alle so. Haben wir das gemacht? Way out of Malik. Haben wir das gemacht? Ah, nee, haben wir nicht gefilmt, ne? Aber warum besser so? So, ja. Leute, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ja, und mal gucken, welche Überraschungen wir noch parat haben. Was mit Rolf? Ja, was mit Rolf? Schreibt Use001. Rolf, vielleicht ganz kurz nochmal zu Rolf. Ja. Letzte Folge Steinzeit, 24-Stunden-Stream haben wir damals gemacht. Ja. Rolf war 3 Stunden oder so da. Und dann, als Rolf gehen musste, bin ich ja zu ihm hingegangen. War ein sehr bewegender Moment, ne? Waren ja doch schon ein paar Folgen, war schon eine gute Zeit, die wir da gemacht haben, ein halbes Jahr oder so. Dann sag ich dem Rolf halt so, ja Mensch, aber Rolf, wenn wir nochmal wiederkommen und nochmal irgendwie was machen, wärst du da auch nochmal am Start? Ne, ich glaube nicht. Eiskalt. So. Hab ich aber auch gedacht. Und guck, ey, ich hab wieder Zeit. Ja, du bist wieder da. Ach komm, ey, Rolf, nö, ich glaube nicht. Ja, Ey, wenn wir am Wochenende mal essen gehen, kommst du dann auch? Nö. Aber also Rolf wird wiederkommen. Rolf wird wenigstens einmal wiederkommen. Und mehr kann ich nicht sagen. Seid gespannt. So, okay. Er weiß es nur noch nicht. Ja. Wie gesagt, es lieber nachher entschuldigen als vorher um Erlaubnis fragen. Das ist mein Lebensmotto.